Jo Leute, endlich wieder mal mit einem neuen Video hier. Dieses Mal spreche ich wieder. Ich hatte einen Fehler in der Kamera, dass keine Verbindung dazu hergestellt wurde. Und meine GoPro funktionierte auch nicht. Demnach das Jubiläum, das am Donnerstag oder am Freitag war, muss ich jetzt nachholen. Demnach würde ich sagen, legen wir los. Hier habe ich selber in einen Karton verpackt. Ihr seht jetzt dann, was darunter drin ist. Ich muss es zuerst auftun. Ich werde es allerdings nicht rausschneiden, wie ich es auftue. Es ist ein Jubiläumsset, das es nur bei mir gibt. Lass die Kamera selber. Aber warum? Dann kann ich es von oben filmen. Ja, aber du siehst es ja dann später, was drin ist. Ich weiß ja eh schon, was drin ist. Vorhin hattest du gesagt, dass du nicht weißt, was drin ist. Aber jetzt habe ich dir Plastik gesehen. Ja, hier drin haben wir das da. Jetzt kannst du die Kamera so halten, dass man von oben filmt. Zuerst haben wir Ronin P90 im T-Shirt. Zudem gehört dieses Schwert hier. Dann haben wir den Troll. Oh, ich habe im Video gesagt, weiß nicht wer. Da, der hat zwei Katana-Schwerter hinten auf dem Rücken. Dann noch zwei Dolche. So. Dann haben wir den Räuber. Der war einmal ein Bandit. Aber jetzt der Freund von... Slaver. Der Freund von Ronin P90. Zu ihm gehört dieses Katana-Schwert. Und das Ei? Ei? Ei. Ich wusste nicht, dass es bei Lego ein Ei gibt. Dann haben wir hier, wer jetzt denkt, das ist Indiana Jones, weit gefehlt. Das ist Rick Sidko. Den habe ich, glaube ich, noch nie in einem Video gezeigt. Der hatte mal einen blauen Pullover oder eine blaue Jacke an. Jetzt hat er Sandfarben. Den habe ich im Video vom Legodorf selbst gemacht gezeigt, der faule Mann. Warte schnell, ist das eine Wurst? Ja. Der hat hier einen Hut, dann diese Haare und weil er überleben muss in der Wildnis, konnte er sich natürlich nicht die Haare schneiden, deshalb hat er jetzt auch noch so eine Frisur. Ja, das war's mit dem Video, es gibt ein weiteres Video jetzt an, demnach tschüss.